Unter einem Impressum im Zusammenhang mit Telemediendiensten versteht man die sogenannte Anbieterkennzeichnung. Rechtsgrundlage ist hier § 5 des Telemediengesetzes. Zu den Telemediendiensten gehören E-Commerce, gehören gewerbliche Internetseiten oder auch Internetwerbung. Wer also als Gewerbetreibender Waren oder Dienstleistungen online anbietet, muss ein Impressum vorhalten. Übrigens auch gewerbliche Angebote auf Plattformen wie Facebook, auf Amazon Marketplace oder auf eBay setzen ein Impressum voraus. Was genau eine Anbieterkennzeichnung als Grundinformation enthalten muss, ist im § 5 des Telemediengesetzes aufgeführt. Das ist unter anderem der Name des Anbieters mit einer vollständigen Postanschrift. Das Postfach alleine reicht nicht aus. Bei Unternehmen, die im Handelsregister angegeben sind, muss die vollständige Firma mit Rechtsformzusatz angegeben werden, sowie das Registergericht mit Registernummer, bei dem die Eintragung erfolgt ist. Juristische Personen wie GmbH oder Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt oder Aktiengesellschaft setzen darüber hinaus noch voraus, dass dort die vertretungsberechtigten Personen genannt werden müssen. Eine E-Mail-Adresse ist Pflicht sowie eine weitere Kontaktmöglichkeit, mit der ein Nutzer den Anbieter auf elektronischem Wege schnell erreichen kann. Das kann sein die Telefonnummer, kann sein die Faxnummer. Ganz wichtig für Online-Händler, bei denen ist die Angabe einer Telefonnummer immer Pflicht. Außerdem gehört in ein Impressum die Angabe einer Aufsichtsbehörde, aber nur dann, wenn dort in diesem Telemediendienst auch erlaubnispflichtige Tätigkeiten angeboten werden, wenn eine Umsatzsteueridentifikationsnummer vorhanden ist oder eine Wirtschaftsidentifikationsnummer, gehört auch die in die Pflichtangaben nach dem Impressum. Wichtig ist, dass das Impressum deutlich erkennbar ist, dass es schnell erreichbar ist und auch ständig verfügbar ist. Das heißt, empfehlenswert ist es, das Impressum auch ausdrücklich als Impressum oder Anbieterkennzeichnung zu beschriften. Nach der sogenannten Zwei-Klick-Lösung des Bundesgerichtshofs ist es so, dass die Anbieterkennzeichnung von jeder Internetseite aus über maximal 2 Klicks erreichbar sein muss. Ich empfehle, machen Sie es so, dass man das Impressum von jeder Seite des Internetauftritts aus erreichen kann. Bei redaktionellen Inhalten muss nach dem Medienstaatsvertrag die für den Inhalt verantwortliche Person namentlich benannt werden und auch mit der Angabe einer Adresse versehen werden. Wer gewerblich online Kaufverträge oder online Dienstleistungsverträge abschließt, muss einen Hinweis auf die Online-Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission geben und hier auch einen Link setzen. Da empfiehlt es sich, dieser Verpflichtung nachzukommen, indem man diese Angaben mit in das Impressum aufnimmt.